Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Dieses Mal gleich ein ganz bedeutender Let's Play. Das ist nämlich mein 42. Let's Play und wir alle wissen, 42 ist so ziemlich die bedeutendste Zahl überhaupt, denn immerhin ist sie die Antwort auf das Leben, das Universum und überhaupt alles. Für die Leute, die diese Anspielung nicht kennen, denen sei Douglas Adams ans Herz gelegt, der Schriftsteller von Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Lest mal diese Bücher, da kommt das vor. Apropos Douglas Adams, ich habe letztens gelesen, wir haben, oder es soll, eine neue Serie geben, basierend auf Romanen von Douglas Adams und zwar nicht von Hitchhiker's Guide to the Galaxy, der weit berühmter ist, sondern auf Dirk Gently's Holistic Detective, keine Ahnung, wie das weitergeht, Bureau, keine Ahnung, sowas in die Richtung. Ist weit weniger gut das Buch, aber die Serie soll ganz lustig sein. Jo. Und ich weiß auch nicht genau, ob die Serie sehr viel mit dem Buch zu tun hat, naja, irgendeine amerikanische Serie halt. Gut. Das letzte Mal war ich so müde, dass ich vergessen habe zum Abspeichern, was sehr klug war. Egal, ich habe bis zu dem Punkt, wo ich letztens aufgenommen habe, vom Autosave her hingespielt, was ganz nett ist. Das Einzige, was anders passiert ist, ist, wir haben diesen Konflikt, der letztens einfach abgebrochen ist, der ist, hat sich tatsächlich entfaltet. Und zwar will Griechenland die Ägäischen Inseln, unterstützt Griechenland von Russland, unterstützt das Osmanische Reich von Frankreich. Da Großbritannien schon bei Frankreich dabei war, habe ich mir gedacht, ich gehe auch zu Frankreich. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch Skandinavien auf unsere Seite geht. Selbst wenn Deutschland auf die russische Seite geht, wage ich zu bezweifeln, dass sich das in einen Krieg entwickeln wird. Na, vielleicht wenn Skandinavien sich auf die andere Seite schlägt, aber das glaube ich gar nicht, dass sie das tun. Dazu haben sie ein zu großes Plus für unsere Seite. Das heißt, wir werden Russland demütigen ein wenig, was okay ist. Ich meine, Russland ist jetzt nicht so ein dringender Gegner von mir, aber wir sind auch nicht besonders erfreut über Russland, sagen wir es mal so. Russland klein zu halten ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hauptsache wir kriegen keine Konflikte. Solange es diese Konflikte im Osmanischen Reich gibt, brechen sie nicht in Österreich aus. Ja, außerdem habe ich noch eine 14. Armee in Auftrag gegeben. Ihr seht, wir können schon 214 Regimenter erhalten. Erwin Göring ist tot. Das klingt nicht gut. Von hinten. Einen neuen Anführer, einen neuen General, hey, der schaut gut aus, oh, nehmen wir den. Jo, das ist die Ausgangslage, also wir haben einen kleinen Konflikt, der allerdings sicherlich diplomatisch gelöst werden wird. Wir haben ein paar neue Armeen, mir fällt gerade ein, in Afrika könnte ich auch eine neue Armee ausheben. Da habe ich auch erst drei Armeen. Das ist eine Flotte, keine Armee. Könnten wir eigentlich machen. Wieso nicht? Machen wir doch auch glatt. Gut, Infanterie. 1, 2, 3, 4, 5. Artillerie 1, 2. 1, 1, 1. Schließen. So. Die gehen alle darüber. Passt. Da oben bewegen sie sich daher nach Gjör. Der ist im Übrigen fertig jetzt. Wo setzen wir den hin? Nach Shishak.
Shishak oder daher? Ah, Shishak ist, glaube ich. Achso, nein, nach Kotor. Nehmen wir den nach Kotor. Kotor ist gut. Den nächsten weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht setzen wir den wieder an die Grenze da. Huch. Da rebelliert ja jemand. Kommt schon. Ich will mich ruhig einlassen. Achtung! Hörntier! Hörntier! Na? Zerreißen soll's mich. Das würde auf jeden Fall einen interessanten Effekt geben, wenn es das täte. Gut. Gut, ja. Außerdem habe ich an der Grenze wieder begonnen, Forts auszubauen. Hey, Gummi in Jambala. Gummi ist gar nicht schlecht. Die brauchen wir dann später für Autos. Ah ja, stimmt. Das letzte Mal haben wir es geschafft, Autofabriken zu bauen. Dieses Mal hat er uns zwar auch neue Fabriken bauen lassen, aber nicht Autos, sondern Flugzeugfabriken. Ist auch nicht schlecht. So, wie schaut das aus mit unserem Konflikt? Ja. Deutschland mag jetzt lieber zu Russland, wahrscheinlich weil ich auf der Seite bin. Ist mir aber auch recht. Wird Deutschland auch gedemütigt. Es wird sich schon nicht zu einem großen Krieg entwickeln. Und wenn ja, sind wir wahrscheinlich die stärkeren Alfeld. So. Ja. Meine Schulden werden auch getilgt. Ha, ein weißer Frieden. Sehr gut, sehr gut. Wie schon gesagt, kein Konflikt. Und ein Haufen neue Fabriken werden auch gebaut. Sehr gut, die Wirtschaft brummt. Das Militär brummt. Alle sind zufrieden und glücklich. Schauen wir mal. Wir sind nur noch 300 Punkte vom ersten Platz entfernt. Das sollte sich doch irgendwie machen lassen. Und zwar hauptsächlich wegen der Industrie. Militärisch sind wir eigentlich relativ okay dabei. Wieso hat Frankreich so eine schlechte Militärmacht, sehe ich gerade. Wieso haben die keine Soldaten und Armee? Das gefällt mir gar nicht. Ah, vielleicht haben die keine Dings, haben die kein Geld rein investiert. Großbritannien hat keine Großkampfschiffe. Echt jetzt? Schützengräben. Wir werden besser in der Verteidigung. Yay, unsere Flugzeuge werden besser produziert, wenn wir irgendwo eine Flugzeugfabrik hätten. Haben wir eine Flugzeugfabrik? Das Problem ist ja jetzt, wir sind... Oh, Autofabrik. Scheinbar ist das auch noch passiert. Wir haben ja jetzt nicht mehr die Kontrolle über unsere Fabriken, weil wir wieder die Liberalen an der Macht haben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Schauen wir mal. Die Fabriken scheinen alle relativ gut zu laufen. Was haben wir denn da eigentlich? Überall Arbeitslose. Was machen die komischen Liberalen, die sollen mir Fabriken bauen. Ah, da ist eine Flugzeugfabrik in Ostgalizien. Sehr gut, sehr gut.
ich verstehe. Wir haben deswegen so ein Problem mit den Fabriken, weil sie nicht mehr subventioniert werden. Deswegen sitzen die Leute dann nicht in den Fabriken drinnen, sondern nur so, sie stellen nur so viele ein, wie wirklich Material da ist, das sie verbauen können. Ärgerlich. Deswegen haben wir so viele Arbeitslose. Tja, sozialistische Regierung mit Subventionen hat ja doch seine Vorteile. Die Leute sind nicht arbeitslos und müssen nicht herumjammern. Das ist ja fast schon sinnvoll, eine Düngerfabrik und eine Sprengstofffabrik. Hey, auch eine Treibstofffabrik. Raffinerie halt. Na gut. Gut, da haben wir noch eine Armee, die wir versorgen müssen mit einem General. Das wird die 14. Das ist bereits die elektrisches Licht. Oh, yes. Großartig. Ach ja. Warte jetzt mal mit dem Weitermachen. Ich brauche da mal einen. Der sieht doch ganz gut aus. Außerdem können wir bei Bolivien das Ganze in die Sphäre hinzufügen. Spanien ist wieder fertig. Können wir Frankreich? Ah ja, stimmt, das ist so. Hat auch nicht funktioniert. Frankreich wollte unser Bündnis nicht haben. Naja. Gut. Wir brauchen einen neuen Ort, wo wir versuchen, Einfluss zu nehmen. Die Osmanen haben zurzeit niemanden, aber die sind sicherlich stark umkämpft und umfädet. Venezuela, Paraguay, Venezuela, interessant. Ist das Venezuela frei? Normalerweise ist das im britischen Einflussgebiet und da sind auch zwei sehr hoch. Ach, wieso nicht? Versuchen können wir es ja. Mehr als dass man uns rauswirft ständig, kann uns auch nicht passieren. Ja. So, wo waren wir? Da. Wir wollten ihn noch umbenennen zur 14. Armee. Ja, also militärisch rüsten wir jetzt doch gewaltig auf in den letzten Jahren. Das geht jetzt rucki-zucki. Ja, wir haben jetzt auch ein wirklich großes Bevölkerungswachstum. Das heißt, wir müssen irgendwo ja hin mit den ganzen Leuten. Und ein Teil von denen kommt eben ins Militär. Hey, wir können Telefonfabriken bauen. Das ist ja cool. Telefone sind auch was Schönes, die bringen auch viel Geld. Also, wenn man sie bauen kann, heißt's. Gut, und bereits 0,5% meiner Bevölkerung sind Angestellte, auch nicht schlecht. Und die Alphabetisierung ist auf 72%, 72,5 schon. Das könnten wir uns mal kurz anschauen. Wo sind wir bei der Alphabetisierung mittlerweile? Wir sind auf jeden Fall auf der ersten Seite. Wir sind zwischen den USA mit 64% und den Niederlanden mit 74%. Nur schau an. Jetzt haben wir nur noch von den Großmächten Frankreich, Deutschland, Skandinavien vor uns. Aber
Skandinavien hat mehr Bevölkerung als Deutschland, sehe ich gerade. Schau da was an. War schon sehr cool, dass wir da in Deutschland noch mehr weggenommen haben. Von der Bevölkerung sind wir Vierter, wobei Guangxi und Chinesisches Reich kann eigentlich zusammen, das heißt, wir sind eigentlich Dritter. Wir haben mittlerweile Russland weit hinter uns gelassen bei der Bevölkerung. Sehr gut, und wir kratzen schon an der 100 Millionen Einwohnergrenze. Ja, ob wir Großbritannien überholen, das wage ich doch zu bezweifeln. Die haben Indien. Indien ist extrem bevölkerungsreich. Naja, egal. Hey, großartig, wir kriegen elektrisches Licht in unser Land. Ein Weltgeltung reduzieren als Kriegsgrund gegen Necht. Tja. Oh, bevor wir Prestige verlieren, machen wir das. Das wäre vielleicht sogar mal nicht einmal so schlecht. Ich glaube, das wäre sogar mal eine Möglichkeit, ein bisschen Prestige zu gewinnen, ohne dass man irgendwie viel. Ohne dass wir viel riskieren müssten. Die haben eigentlich keine Bündnispartner außer Äthiopien. Oh, das machen wir doch glatt. Wir haben da sogar schon 12.000 Mann rumstehen, die nicht allzu viel machen können, aber diese 12.000 sind wahrscheinlich stärker als die gesamte Necht-Armee. Äthiopien wird ihnen wohl kaum helfen. Und wenn, ist uns auch wurscht. Auf das Schiff bringen wir rüber. Außerdem werden wir diese Armee darüber rücken und diese Armee hierher rücken. Für den Fall, dass Äthiopien auf die wahnwitzige Idee kommt. Necht zu helfen. Linien wieder ein Bündnis, ist okay. Geh nach Salala. Ja, okay, dann machen wir mal. Krieg erklären, Weltgeltung reduzieren. Und das bringt uns immerhin 10 Prestige, wenn wir den Krieg gewinnen. Und das kostet uns eigentlich nichts. Ah, wir werden da aber allerdings ein wenig raufgehen. Und ich glaube, das sollten wir auch locker im liberalen Modus schaffen. Wow. Ein heftiges Minus. Was machen wir da? Was machen wir da? Zölle könnten wir noch weiter raufgeben. Prozent. Und so, mal die geben wir auf. Ah ja, tatsächlich, Äthiopien unterstützt sie. Naja, ist wurscht. Und wird ein bisschen ein längerer Krieg.
brauchen wir Gummi. Mal schauen. So. Industrie ist derzeit voll. Kultur können wir nur diese Sachen machen, die Prestige und uns bringen. Handel könnten wir etwas weiter treiben. Marine ist immer auch ziemlich weit hinten noch. Militärisch sind wir eigentlich auf, also armeetechnisch sind wir eigentlich auf der Höhe der Zeit. Machen wir mal das da. Bringt mehr Erfahrung für unsere Truppen. Okay, mehr Edelmetalle. In den Gebieten, wo wir Edelmetalle herstellen. So, da werden wir uns langsam vorarbeiten zu ihrer Hauptstadt. Oh, 23.000, bist du wahnsinnig. Die mag ich aber nicht da. Geht's weg. Sollten wir da um einiges stärker sein als die. Ja, tatsächlich sind wir das auch. Hervorragend. Okay. Aufmache Riad. Irgendwas Interessantes dabei. Ich würde hier ganz gerne Eritrea erobern. Eigentlich. Aber ich fürchte fast. Das würde zu viel kosten. Mal abgesehen davon, wobei, ja, die sind sicher schon zivilisiert mittlerweile, was die für Truppen hatten. Die hatten da auch Pferde und dabei. Naja, wobei ich bin mir nicht sicher, ob man das als Unzivilisierter nicht auch haben kann. Könnten wir uns eigentlich anschauen, es gibt ja eh so einen eigenen Zivilisationsstufending. Na, sie sind noch unzivilisiert. Könnten wir als Kolonie fordern von ihnen? Vielleicht sollten wir das wirklich machen. Kalat ist erst zu 10% zivilisiert, noch sehr was. Auch das chinesische Reich ist auch noch nicht zivilisiert. Meine Güte, sie sind hinten nach, dieses Spiel. Und immerhin zu 95%, das heißt, die haben schon fast geschafft. Das ist alles zivilisiert, oder? Ja. Hm.
Was brauchen wir dafür? Ja. Machen die Dings, das machen die. Die liberalen Gutmenschen, die verhindern, dass wir uns ein schönes Kriegsziel aussuchen können an der Macht. Vielleicht einfach doch die Reaktionären die Macht geben sollen, bevor wir den Krieg gestartet haben. So, was haben wir da alles? Ist da irgendwas Interessantes dabei? Eigentlich nicht. Na gut. Dieser Biber, den wir auch bald erobert haben. Gut, haben wir auch. Schauen wir mal. Na, wir haben noch nicht genügend. Wir haben noch nicht genügend. Wenn man dann Gonda haben, sollte es eigentlich funktionieren, dass wir ihnen einen Frieden anbieten, vor allem wenn wir ihre Truppen da auseinander zerlegt haben. Nicht Militanz. Das ist nicht ganz so schlimm. So, schauen wir mal. 56%. Ich nehme mal an, sie werden den Krieg. Sie werden das akzeptieren. Sehr gut. So, dann werden wir euch wieder wohin schicken. Ihr wart da in Mao. Ihr wart da unten irgendwo. Ihr Rebu, keine Ahnung, wo ihr wart. Ihr geht's daher. Ihr geht's wieder nach Muscat. Und schon haben wir diesen Krieg gewonnen. Gut, ist ein schöner Platz, um aufzuhören. Herrschaften. Frauenwahlrecht. Ich wünsche euch wieder eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis bald.